Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, in den Plenarsaal zu kommen und die Plätze einzunehmen, damit wir mit der 30. Plenarsitzung des Hessischen Landtages beginnen können. Und insoweit möchte ich auch gerne die 30. Plenarsitzung eröffnen und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich Ihnen mitteilen, dass es bei der Fraktion DIE LINKE einen Wechsel gegeben hat im Fraktionsvorstand. Neuer parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion DIE LINKE ist der Kollege Thorsten Felstehausen, dem ich im Namen des gesamten Hauses zu seiner neuen Aufgabe gratuliere. Sie können es an jedenfalls dem für unser Auge ungewohnten Platz von Hermann Schaus auch bildlich sehen, dass das würde ich bei Ihnen gar nicht mal so sehr annehmen. Herr Felstehausen hat die Nachfolge für den Kollegen Hermann Schaus übernommen, der über dann doch sage und schreibe 10 Jahre parlamentarischer Geschäftsführer für die Fraktion DIE LINKE tätig war. Lieber Herr Schaus, ich will Ihnen auch im Namen des gesamten Hauses für diese Tätigkeit danken. Und wir haben in den fachpolitischen Auseinandersetzungen das ein oder andere Sträußchen ausgefochten, immer auch mit Freude, immer sportlich, manchmal auch sehr heftig. Aber in diesen 12 Monaten, in denen ich mit Ihnen zusammenarbeiten durfte als parlamentarischer Geschäftsführer, will ich durchaus sagen, dass ich es nicht nur genossen habe, sondern dass Sie immer auch ein kompetenter und sehr konstruktiver Partner auf der Seite der Geschäftsführer gewesen sind. Vielen herzlichen Dank für diese Tätigkeit, lieber Herr Schaus. Die Tagesordnung liegt Ihnen vor vom 21. Januar 2020. Sie haben ebenfalls vorliegen einen Nachtrag, der vom heutigen Tage stammt und mit insgesamt 37 Punkten versehen ist. Sie können den Punkten 8 und 10 der Tagesordnung und dem Nachtrag der Tagesordnung zu Punkt 31 zu Top 35 bis 37 entnehmen, dass 6 Anträge eingegangen sind, die von den Fraktionen als Setzpunkte benannt worden sind. Die werden anstelle, wie vereinbart, der Aktuellen Stunden am Donnerstagvormittag aufgerufen. Wir haben die Rednerreihenfolge wie folgt festgelegt. CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, AfD, Fraktion der Freien Demokraten und dann zum Abschluss DIE LINKE. Alle Setzpunkte haben jeweils eine Redezeit von vereinbart 7,5 Minuten je Fraktion. Ebenfalls eingegangen und in den Fächern verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der AfD betreffend gute politische und wirtschaftliche Beziehungen zu Großbritannien auch nach dem Brexit sichern. Das ist die Drucksache 20/2117. Ich frage, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist offensichtlich der Fall. Ich frage ebenfalls, ob wir so verfahren wollen, dass wir dann diesen Dringlichen Antrag zu Top 34 machen und ihn zusammen mit Top 10 aufrufen. Auch hier widerspricht niemand. Dann machen wir das so. Insgesamt darf ich Sie fragen, ob Sie die Tagesordnung genehmigen. Dem widerspricht keiner. Dann haben wir die Tagesordnung entsprechend auch so genehmigt. Wir haben im Ältestenrat vereinbart, und wir haben es auch in der Tagesordnung vermerkt, dass wir heute bis zur Erledigung des Einzelplanes 02 tagen. Wir beginnen wie immer mit der Fragestunde, und danach fahren wir mit Top 7, dem Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2020, fort. Entschuldigt fehlen heute ganztägig die Kollegin Manuela Strube, Frau Abg. Lisa Gnadl, der Abg. Marius Weiß, Frau Ministerin Kühne-Hörmann und die Kollegin Fraktionsvorsitzende Janine Wissler. Gibt es weitere Entschuldigungen? Ich sehe, das ist offensichtlich nicht der Fall. Himmel über Hessen ist ein gutes Stichwort. Hier hat die Auswahl der 7 Persönlichkeiten für das Kunstwerk Himmel über Hessen Licht gestalten. Die 23 Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses Politik und Wirtschaft der Q2-Phase der Gesamtschule Gießen-Ost getroffen, die vom 10. bis zum 12. Dezember
am Seminar im Zentrum der Landespolitik teilgenommen haben. Die 7 Persönlichkeiten sind Fritz Bauer, Konrad Duden, Adam Opel, Justus von Liebig, Anne Frank, Georg Büchner und Clara Schumann. Heute haben 2 Kolleginnen bzw. 2 Kollegen Geburtstag. Kollegin Papst Dippel hat heute Geburtstag. Ich darf Ihnen ganz herzlich gratulieren im Namen des gesamten Hauses. Glück und Gesundheit wünschen. Und der Kollege Stefan Grüger hat ebenfalls heute Geburtstag. Verbringt ihn, wie wir sehen, mit guter Freude und guter Laune hier heute mit uns gemeinsam zu einer Generaldebatte. Ich wünsche auch Ihnen, lieber Kollege Grüger, im Namen des gesamten Hauses alles Gute für das kommende Lebensjahr. Und für beide gibt es einen guten Tropfen aus dem schönen Rheingau. Wir haben seit dem Dezemberplenum darüber hinaus runde Geburtstage gefeiert. Ein runder Geburtstag betraf die Kollegin Manuela Strube, die heute erkrankt ist, wie ich annehme. Von hier aus ergehen natürlich nachträglich an die sehr geschätzte Kollegin Strobe, Vorsitzende des Petitionsausschusses, unsere guten Wünsche. Auch einen runden Geburtstag gefeiert hat der Kollege Frömmrich. Und lieber Jürgen, wenn ich mit 60 so aussehen würde wie du heute, ja, dann würde ein großer Wunsch von mir in Erfüllung gehen. Insoweit herzlichen Glückwunsch nachträglich zum 60. Geburtstag. Das Gleiche trifft natürlich den hochgeschätzten Kollegen und Chef der Staatskanzlei, Axel Wintermeyer, auch 60 Jahre alt, auch ein schöner Mann. Wir sind alle voller Neid und strengen uns an, so schön zu sein wie ihr mit 60 Jahren. Also, alles Gute nachträglich zu den runden Geburtstagen. Ja, damit sind wir eigentlich am Ende der Vorbemerkungen, und wir können einsteigen in die Tagesordnung.